Von mir aus. Guten Tag, liebe Kinder, liebe Erwachsene und sonstige an unseren musikalischen Märchen Interessierte. Wir sind heute hier zusammengekommen, um die Abenteuer von Aladdin und Prinz Ahmed kennenzulernen. Ich glaube, den Aladdin, den kennen viele von euch schon. Wer hat denn schon von Aladdin und der Wunderlampe gehört? Du auch? Das ist groß. Du? Das glaube ich dir nicht. Gut, heute lernen wir noch dazu Prinz Ahmed kennen, der allen Widrigkeiten zum Trotz Aladdins Freund wird. Also begeben wir uns heute in den Orient, wo Aladdin und Prinz Ahmed zu Hause sind. Wisst ihr, wo der Orient ist? Früher hat man auch Morgenland gesagt. Ja, im Osten. Dort, wo die Sonne aufgeht, wo die Türkei und Asien ist. Wisst ihr auch, dass es dort eine ganz spezielle Musik gibt und einen ganz typischen Rhythmus? Zu uns nach Wien haben diese Musik die Janitscharen gebracht. Das war die Elite-Kampftruppe der Osmanen, die 1529 und 1683 die Stadt Wien belagert haben. Sie hatten ihre eigenen Musikkapellen. Und das hat dann etwa so geklungen. Der war furchterregend. Ja. Aber als die Osmanen wieder abgezogen waren, da haben sie außer der Musik noch anderes zurückgelassen. Wisst ihr, was das war? Ja, der Kaffee und der Legende nach auch das Kipferl. Der Rhythmus, den sie da gelassen haben, hat sich in das musikalische Gedächtnis eingegraben. In der nachfolgenden Zeit waren türkische Märsche und orientalische Märchen sehr beliebt. Hört euch an, wie Wolfgang Amadeus Mozart das umgesetzt hat. Wir haben orientalische Melodien der klassischen Musik in unsere Geschichte eingebaut. So hat jede Figur in unserem Märchen ein Leitmotiv, ein musikalisches Thema, das sie begleitet und an der ihr sie erkennen könnt. Zuerst natürlich Aladdin, ein eher verträumter, sanfter und hilfsbereiter junger Mann. Thank you.
Dann Prinz Ahmed. Im Gegensatz zu Aladdin stürmisch und draufgängerisch. Das ist ein Mädchen, Prinzessin Jasmin. Den bösen Zauberer erkennt ihr im Stück später sicher sofort an der furchteinflößenden Musik. Aber hört selbst, was es da noch zu entdecken gibt. So beginnt unsere Geschichte. Aladdin sieht von seinem Platz am Fenster seiner Schneiderwerkstatt, wie Prinzessin Jasmin dreimal jede Woche, Montag, Mittwoch und Freitag, in ihrer Sänfte zum Badehaus getragen wird. Sie ist so wunderschön, er seufzt
und sucht nach der Nadel, die ihm aus der Hand gefallen war. Aladin, träum nicht schon wieder, hört er seine Mutter von nebenan schimpfen. Ja, ich weiß, kommt er ihr zuvor, einer aus dem Volk, so wie ich, kann nie eine Prinzessin heiraten. Ja, ganz recht, sagt die Mutter, und auch niemals mit einem Prinzen befreundet sein. Aladin seufzt wieder. Er näht weiter an dem Rock auf seinem Schoß. Beeil dich, hört er wieder die Ermahnung der Mutter. Der Rock für Prinz Ahmed muss noch heute fertig sein. Am Abend ist schon das Geburtstagsfest für seinen Vater, Sultan Selim. Schon erledigt, ruft Aladin und hält den Rock hoch. Ich bring ihn gleich zum Palast. Wie gut, dass du schon da bist, sagt Prinz Ahmed zu Aladin, der ihm den neuen Rock überreicht. Prinz Ahmed probiert ihn gleich an. Da kommt Jasmin herein. Brüderchen, fesch bist du, sagt sie. Darf ich dir den Künstler vorstellen, der diesen Rock gemacht hat? Das ist Aladin. Ahmed deutet auf Aladin. Aladin ist ganz verlegen. Er verneigt sich. Der Rock ist wunderschön, so schön bestickt, sagt Jasmin. Sag, willst du nicht zu dem Fest heute Abend kommen? Fragt Jasmin ganz locker und gibt Aladin eine Einladungskarte. Damit wirst du abends eingelassen. Nun komm, erzähl mir, wie du die wunderbaren Muster entworfen hast. Sie bemerken nicht, dass sie beobachtet werden von dem bösen Zauberer. Knurrt der böse Zauberer. Eine Einladung braucht man, um eingelassen zu werden. Er zaubert sich eine Karte. Ein Geschenk für den Sultan habe ich auch schon. Damit werde ich ihn ein für alle Mal aus dem Weg schaffen. Die geladenen Gäste strömen in den Palast. Es ist ein prächtiges Bild, wie sich die Besucher in ihren bunten Gewändern einfinden, um dem Sultan ihre Aufwartung zu machen und um ihre Geschenke zu überreichen. Der Sultan kommt mit seinem Gefolge und nimmt huldvoll die Geschenke und Glückwünsche entgegen. Thank you.
Unter die festliche Reihe mischt sich auch Skafar, der böse Zauberer, mit seinem Geschenk, dem Zauberpferd. Noch hat niemand seine Zauberkraft gesehen. Als er an der Reihe ist, verneigt er sich vor dem Sultan und überreicht ihm das Halfter des Zauberpferdes und sagt: Geehrter Sultan, zu deinem Geburtstag schenke ich dir ein Zauberpferd, das fliegen kann. Ich danke dir für dein Geschenk, sagt der Sultan, aber willst du es mir nicht vorführen? Hol mir doch die Fahne vom Turm herunter. Widerwillig steigt der böse Zauberer auf das Pferd. Schon erhebt es sich in die Lüfte und steigt auf. Nach einer Runde um den Turm nimmt der Zauberer die Fahne von der Spitze, beugt sich kurz nach hinten, dann landet er mit dem Pferd wieder vor dem Sultan und übergibt ihm die Fahne. Prinz Ahmed, der das mit angesehen hat, ruft begeistert: Oh, das ist fantastisch! Das möchte ich auch einmal probieren. Noch ehe der Sultan ein Wort sagen kann, steigt Prinz Ahmed auf das Zauberpferd und galoppiert in den Himmel hinauf. Skafar, der böse Zauberer, stampft zornig mit dem Fuß auf. Er wollte doch den Sultan loswerden. Jetzt ist ihm der Prinz dazwischen gekommen. Er will schleunigst hier verschwinden. Er braucht dringend einen neuen Plan. Zum Sultan sagt er: Der Prinz ist zu ungestüm. Er vergaß zu fragen, wie er das Pferd lenken kann. Ihr werdet ihn nie wiedersehen. Prinz Ahmed ist inzwischen am Himmel, zwischen den Sternen, kaum mehr zu sehen. Prinzessin Jasmin sieht ihm nach, bis er endgültig verschwunden ist. Aladdin, der neben ihr steht, sieht ihre Verzweiflung. Ich werde ihn finden und zurückbringen, sagt er tröstend zu Jasmin und verneigt sich vor ihr. Für sie will er alles tun. Prinz Ahmed ist verzweifelt. Er versucht alles, um das Pferd lenken zu können. Zuerst versucht er es mit Worten. Stopp! Halt! Landen! Aber das Pferd reagiert nicht. Dann überlegt er, ob es eine Vorrichtung zum Lenken gibt. Und da er nichts sehen kann, versucht er es mit den Ohren. Vielleicht kann er damit die Richtung nach links und nach rechts steuern. Aber das Pferd steigt noch höher in den Himmel. Die Stadt unter ihm ist längst nicht mehr zu sehen. Er sucht in der Mähne nach einem Hebel oder etwas Ähnlichem. Nichts. Jetzt tastet er über das schwarze, kurze Fell, ob er eine Ausbuchtung spüren könnte. Aber das dichte Fell war ebenmäßig und ohne jede Wölbung oder Vertiefung.
Jetzt dreht er sich um, um das Pferd auch noch hinten zu überprüfen. Da ist nur der Schweif. Ahmed nimmt ihn mit beiden Händen und zieht ihn nach oben. Da steigt das Pferd noch steiler in den Himmel. Ah, das ist gut, stellt Ahmed erleichtert fest, aber nur die falsche Richtung. Also drückt er den Schweif stark nach unten und siehe da, das Pferd begann den Sinkflug. Bald darauf sieht Prinz Ahmed, dass er auf einer Insel mitten im Meer zusteuert. Das Pferd landet endlich in einer sanften Gegend mit wunderbaren Pflanzen und vielen bunten Vögeln. Prinz Ahmed befindet sich nahe einer Bucht, wo gerade wunderschöne Mädchen zum Baden gehen. Singend umgeben sie ihre Gebieterin. Sie kämmen sie und hüllen sie nach dem Bade in weiche Tücher. Prinz Ahmed nähert sich den schönen Wesen. »Wer seid ihr? Und wer ist eure Gebieterin?«, fragt er. »Wir sind die Dienerinnen der Fee Peri Banu. Wir sind durch einen Zauber von Skafar hier auf der Insel Wak Wak gefangen und können sie nur verlassen, wenn der Zauber gebrochen wird.« Traurig sieht Prinz Ahmed hinüber zu schönen Peri Banu. Er möchte sie so gerne befreien, weiß aber überhaupt nicht, wie. Prinz Ahmed ist so verzaubert vom Anblick Peri Banus, dass er nicht merkt, wie sich das Zauberpferd lautlos in die Lüfte erhebt und davonfliegt. Skafar hat inzwischen seinen Plan geändert. Er braucht die Wunderlampe, die sich in einer Höhle unweit der Stadt befindet, um noch größere Macht zu erlangen. Allerdings ist der Eingang zur Höhle so eng, dass er selbst nicht an die Lampe gelangen kann. Und so
überlegt er, sich an Aladdin heranzumachen und ihn auch gleich auszuschalten. Er gibt sich bei Aladdins Mutter kurzerhand als Aladdins Onkel aus. Gute Frau, du kennst mich doch. Ich brauche nur kurz Aladdins Hilfe, sagt er zu ihr. Ich werde natürlich gern für die kleine Gefälligkeit bezahlen und drückt ihr 2 Drachmen in die Hand. Aladdin, komm her und hilf deinem Onkel, ruft die Mutter. Es soll dein Schaden nicht sein, sagt Skafar. Ich kann dir bei der Suche nach dem Prinzen helfen, fügt er hinterlistig hinzu. Aladdin ist froh, dass er endlich etwas Sinnvolles bei der Suche nach Prinz Ahmed tun kann und geht bereitwillig mit Skafar mit. Bei der Höhle angekommen, lässt Skafar Aladdin an einer Strickleiter durch den engen Spalt hinunter in die Höhle. Dort unten ist eine alte Lampe, die mir vor Jahren hinuntergefallen ist. Bringe sie mir herauf. Aladdin sieht sich in der Höhle um und sieht sogleich die alte schmutzige Lampe. Ich habe sie gefunden, zieh mich wieder hinauf, sagt er zu dem vermeintlichen Onkel. Gib mir zuerst die Lampe herauf. Nein, zieh mich zuerst hoch. Da wirft Skafar die Strickleiter in die Höhle hinunter. Aladdin ist gefangen. Er hört oben das Wiehern des Zauberpferdes. Ist Prinz Ahmed zurück? Ruft er. Doch er bekommt keine Antwort. Ängstlich und alleine bleibt Aladdin in der Höhle zurück. Der Zauberer erfährt vom Zauberpferd von Prinz Ahmed und Peri Banu auf der Insel Wak Wak. Voll Wut zaubert Skafar, der böse Zauberer, Peri Banu weg von der Insel. Niemand soll sie je finden. Er glaubt, er hat nun beide ausgeschaltet. Aladdin, der sitzt in der Höhle fest und Prinz Ahmed ist gefangen auf der Insel Wak Wak. Nachdem sich Aladdins Angst etwas gelegt hat, sieht er sich die Lampe genauer an. Sie ist ziemlich alt und schmutzig, und weil er so einsam ist, nimmt er den Zipfel von seinem Hemd und versucht, die Lampe zu polieren. Da. Was ist denn das? Auf einmal steigt blauer Rauch aus der Lampe. Riesiger weißer Geist schaut auf ihn nieder, verneigt sich und sagt:
Herr, was befiehlst du? Aladdin sieht sich um. Doch außer ihm ist keiner da. Ja, dich meine ich, sagt der Geist und zeigt auf Aladdin. Mich? Warum? Sagt Aladdin leise. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Djinn, der Geist der Lampe. Und ich bin dazu da, deine Wünsche zu erfüllen, sagt der Geist freundlich. Ich bin Aladdin. Das ist aber sehr freundlich, dass du mir meine Wünsche erfüllst. Naja, nicht alle. Nur drei. Wenn du dir etwas für dich wünschst, aber wenn du dir für andere was wünschst, so viele, wie du brauchst. Aladdin denkt kurz nach und sagt dann, bitte bring mich aus dieser Höhle raus, dorthin, wo sich Prinz Ahmed gerade befindet. Ich sag's dir nur, das ist Wunsch 1 von deinen persönlichen Wünschen. Macht nix. Bring mich bitte zu Prinz Ahmed. Der Prinz ist auf der Insel Wak Wak gefangen. Er kann sich das plötzliche Verschwinden der schönen Peri Banu nicht erklären. Er lehnt an einem Baum und denkt voller Sehnsucht an sie. Erschrocken fährt Prinz Ahmed in die Höhe. Das sieht ja auch schon Aladdin. Wo kommst denn du her? Fragt er ihn. Das erzähle ich dir später. Komm, ich bring dich nach Hause, sagt Aladdin und will schon an der Lampe reiben. Ich kann hier noch nicht weg, Aladdin. Ich möchte Peri Banu, die Fee, die auf dieser Insel von Skafar gefangen gehalten wird, mitnehmen. Schon wieder der böse Skafar. Der hat auch überall die Finger drin. Na gut, wo ist sie? Das ist ja das Problem. Sie ist verschwunden, Prinz Ahmed. Klingt ganz verzagt. Djinn wird uns helfen, sie zu finden, sagt Aladdin, während er schon an der Lampe reibt. Was ist dein Wunsch? Sagt Djinn und verneigt sich mit verschränkten Armen vor Aladdin. Prinz Ahmed steht mit offenem Mund daneben und sagt nur, cool. Bring bitte Peri Banu hierher zurück. Skafar hat sie mit einem Zauber belegt, sagt Aladdin. Und dieser Wunsch ist nicht für mich, sondern für Prinz Ahmed. Ja. Okay, aber leider kann ich sie nicht zurückbringen, weil ich nicht weiß, wo sie ist. Das gibt's doch nicht. Ich denke, du kannst alles und weißt alles, sagt Aladdin enttäuscht. Na, gräme dich nicht. Ich habe aber einen guten Rat und der ist ganz umsonst. Ich kenne da jemanden, der die Zauber des Skafar sehr genau kennt. Die Hexe. Asifa,
Dann bring doch bitte die Hexe her, sagt Prinz Ahmed ganz bestimmt. Und Aladdin sagt mit zitternder Stimme, ihr bitte macht das. Er hat Angst vor einer mächtigen Hexe, die noch dazu den Zauberer Skafar gut kennt. Warum störst du mich? Asifa ist ungehalten. Asifa, bitte hilf uns. Meine Macht reicht nicht aus, Peri Banu zu finden. Skafar hat sie mit einem Zauber belegt und versteckt sie irgendwo, sagt Jin ganz höflich. Ah, der böse Skafar. Ja, seine dilettantischen Zaubereien habe ich schon lange durchschaut. Er möchte gerne mächtig sein, aber er arbeitet nur mit Tricks. Aladdin fällt ein Stein vom Herzen. Die Hexe Asifa gehört zu den Guten. Während sie spricht, macht sie ein kleines Feuer. Aus den Flammen kann sie lesen. Sie beugt sich kurz darüber und sagt zu Jin, Peri Banu ist beim chinesischen Kaiser im Kerker gefangen. Da kannst du sie leicht herausholen. Ja, so einfach ist das nicht, sagt Jin. Wieso jetzt? Schreit Prinz Ahmed auf. Bevor das jetzt kompliziert wird, verabschiede ich mich, sagt Asifa. Und weg ist sie, bevor sich noch jemand bei ihr bedanken kann. Jemand muss die Lampe reiben. Ach so, sagt Aladdin und reibt an der Lampe. Bitte hole Peri Banu her. Peri Banu blinzelt ins Sonnenlicht. Wo bin ich? Wieder auf Wak Wak, sagt Prinz Ahmed sanft zu ihr. Oh, sagt sie leise, ganz enttäuscht. Aber Prinz Ahmed tröstet sie. Mein Freund Aladdin kann uns von hier weg nach Hause bringen. Darf dein Freund sein? Fragt Aladdin unsicher. Na klar, Freunde sind doch Menschen, die sich gegenseitig helfen, sagt Prinz Ahmed. Und auch manchmal miteinander Spaß haben, fügt Aladdin glücklich hinzu.
Und dann reibt er noch einmal an der Lampe und sagt zu Djinn: Bitte bring uns jetzt nach Hause, nach Bagdad. Der natürlich prompt antwortet: Ich sag's dir nur, das ist Wunsch 2 von deinen persönlichen Wünschen. Prinzessin Jasmin und der Sultan sind überglücklich, dass Prinz Ahmed wieder zurück ist. Dieser sagt zu ihnen: Ohne meinen Freund Aladdin hätte mich Skafar auf der Insel Wak Wak festgehalten und niemand hätte mich je finden können. Prinzessin Jasmin drückt Aladdins beide Hände und schlägt die Augen nieder. Noch bevor er sich verneigen kann, haucht sie Danke in sein Ohr. Aber ich habe es dir doch versprochen, haucht er zurück. Bevor wir jetzt ein Freudenfest veranstalten, sollten wir darüber nachdenken, wie wir Skafar unschädlich machen können, sagt Sultan Selim. Das weiß sicher Asifa, ruft Prinz Ahmed. Die hilft uns sicher, meint Aladdin und reibt schon an der Lampe, um Djinn zu bitten, Asifa herzuholen. Für wen ist denn der Wunsch, meint der noch. Für uns alle sind sich alle einig. Schon wieder, meint Asifa, nicht ganz freundlich. Ja, tut uns leid, wir brauchen noch einmal deine Hilfe gegen Skafar, sagt Prinz Ahmed und trägt den Wunsch vor. Wieder zündet die Hexe ein Feuer an, diesmal ruft sie in die Flammen: Skafar, großer Zauberer, ich rufe dich. Asifa, was willst du? Hast du endlich eingesehen, dass ich der bessere Zauberer von uns beiden bin? Begrüßt Skafar die Hexe. Oh ja, entgegnet sie und alle außer Skafar sehen, wie sie die Finger hinter ihrem Rücken kreuzt. Ich kann dir jetzt die Macht über die Lampe, die du gesucht hast, verschaffen. Ja, mach schnell, wie...
Weiter kam er nicht, denn Aladdin hat inzwischen an der Lampe gerieben. »Was wünschst du, Gebieter?« fragte da schon Dschinn. »Skafar möchte gerne die Macht über die Lampe.« »Mach ihn zum Geist der Lampe. Du selbst sollst frei sein.« »Ja, das mache ich gerne. Hab vielen Dank.« Skafar verschwindet mit Getöse in der Lampe und Dschinn meint zu Aladdin: »Aber jetzt kann ich deinen dritten Wunsch nicht mehr erfüllen.« »Das macht nichts. Das muss jetzt der neue Lampengeist, Skafar, machen. Er hat große Macht, er kann alles zaubern, was der Besitzer der Lampe wünscht. Aber niemals das, was er selber will. So fügt er keinem mehr Schaden zu.«